Waren das erst die groben oder die feinen, die du gemacht hast? So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir befinden uns hier beim Grillen im Garten. Da oben zieht sich schon der Himmel zu. Und ihr seht, alle anderen sind am Essen, aber der Ramses, der lässt sich nicht lumpen. Der hat nämlich was entdeckt. Tonic Water von Freeway mit Gurkengeschmack. Und ich wollte ja die ganze Zeit nur Gurken essen. Aber warum Gurken essen, wenn man Gurken trinken kann? Und ich rede nicht von Smoothie, sondern Tonic. Eigentlich dachte ich, Tonic ist ja so bitter, hat so einen bitteren Geschmack. Jetzt das Ganze verfeinert mit Gurken oder wie oder wo oder was? Chininhaltiges Erfrischungsgetränk mit Gurkengeschmack. Bitte Flasche stehen geruchsneutral vor Wärme und Licht schützen. Wunderbar. Jetzt fängt es an zu regnen. Also perfekter Zeitpunkt, um das Fleisch nass werden zu lassen. Nein, um die Flasche mal aufzumachen. Wir probieren nämlich jetzt mal mit Kohlensäure. Wunderbar. Ah, ich krieg's nicht auf mit einer Hand. Der Schweinehund grunzt auch die ganze Zeit. So. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Dann muss ich nämlich kein Leitungswasser mehr trinken. Dann trinke ich nur noch Tonic Water mit Gurke. Riecht irgendwie süßlich. Flo hat gemeint, der erste Schluck ist bitter und dann wird es richtig genial. Bleibt mehr für mich, sage ich mal. Es riecht auf jeden Fall süßlich. Wir probieren mal einen Schluck, weil ein Schluck soll ja schlimm sein, aber mehrere Schlücke sind dann wundervoll. Leider waren das schon zwei Schlücke. Auf jeden Fall eine Menge Kohlensäure drin, das schäumt alles komplett im Mund. Ihr merkt auch, dass das richtig bitter ist im Abgang. Aber wir nehmen mal einen großen Hieb, vielleicht merkt man dann mehr von der Gurke. Liebe. Ich würde sagen, schmeckt gar nicht so viel anders wie normales Tonic Water, weil es ist auch immer noch einfach nur bitter im Abgang die ganze Zeit, alles legt sich dahin. Aber ihr habt eine leichte Gurkennote, also wenn ihr wirklich was Extremes zur Erfrischung braucht und das vielleicht im Kühlschrank ist, ist das vielleicht okay zur Erfrischung. Ansonsten so zum Genießen würde ich das jetzt nicht unbedingt nehmen. Vielleicht könnt ihr auch noch was damit mischen oder so. Habt ihr das auch schon mal gesehen? Tonic Water mit Gurkengeschmack. Schreibt es mal in die Kommentare. Wir setzen uns jetzt schön in den Regen. Ich guck mal, wie lange es dauert, bis die Platte hier leer ist. Ne? Eigentlich, wenn ein Hähnchen dabei ist, könnte ich mir auch was gönnen. Ja, sowas vielleicht? Ach, ich weiß es nicht. Wir gehen auf Nummer sicher, wir bleiben hier und verhungern. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.